Ahoi, liebe Kombüsenfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit, Buggys Kombüsenstudio ist wieder im Gange. Das ist ein schönes Wort. Ja. Und diesmal, das habt ihr gelesen, wollen wir ein Brot, stimmt gar nicht, zwei Brote machen. Ja, aber erstmal, es geht ja hauptsächlich um das Roggenmischbrot. Denn das haben wir ja noch nicht gezeigt. Genau, das haben wir noch nicht gezeigt. Aber wann wollen wir das zeigen? Nach dem Intro. Hast du dich da geschnitten? Ja. Unfassbar. Kurz und knapp, was brauchen wir? Also erstmal, wir machen natürlich ein Roggenmischbrot, aber für uns hat sich das bewährt. Deshalb haben wir von Obelink für die Omnia solche Sachen. Leider gibt es dieses Jahr nicht sehr günstig. Vielleicht auf dem Caravan-Salon. Schauen wir mal, genau. Dann können wir mal nachschauen. Auf jeden Fall machen wir ein ganz normales Weizenbrot. Genau, richtig. Also so ein Baguettebrot, weil das brauchen wir morgen zum Grillen. Ja. Und hier zwei kleine Schwarzbrote, die reichen uns in der Regel aus für so ein Wochenende, damit wir das machen. Genau, was brauchen wir dafür? Klar, für ein Roggenmischbrot, also Schwarzbrot ist nicht Roggen, Roggenmischbrot ist es natürlich, ja. Brauchen wir Roggenmehl, das ist klar. Wir haben normales Weizenmehl, wir brauchen Hefe. Dann habe ich einen Bio-Sauerteig, der ist getrocknet, den kann man dazugeben, das ist eine ganz gute Sache. Und man hat halt wirklich echten Sauerteig, also das merkt man auch im Geschmack. Man braucht keinen Hermann. Genau. Die man irgendwo ansetzen muss, immer naja, wieder. Ja, ist vielleicht ja auch Hermann, aber den musst du nicht pflegen. Den musst du halt nicht pflegen, den kannst du einfach nur benutzen, genau. Nicht pflegen. Dann wie haben wir, man einen Mann eigentlich bedient, ne? Den benutzt man. Ja, genau. Dann haben wir ein bisschen Olivenöl, Salz brauchen wir auf jeden Fall und eine Prise Zucker, die kommt bei mir ran. Ja, und dann Sugar. Können wir schon loslegen und dann heißt es, Zeit brauchen wir. Ja, weil natürlich geht es. Ist nicht so wie das herzhafte Brot von Nick, ne? Mit Knack und Back. Dann ist das schnell fertig. So ist es natürlich nicht. Da genau. Brauchen wir halt einen Moment, eine Stunde ungefähr und dann kann man das backen. Und wir machen es einfach jetzt, weil draußen regnet es und dann ist das so eine perfekte Zeit, weil wir können eh nichts anderes gerade machen. Dann backen wir ein Brot. Genau. Und geht ja auch ruckzuck. Fangen wir an. Ein gestrichener Esslöffel vom Sauerteig. Das ist so ungefähr. Das reicht aus. Also ihr braucht da gar nicht so viel von. Auch wenn, also hier hinten ist ein Rezept drauf, aber dieses Rezept ist sehr, sauerteiglastig. Also ich würde halt da nur einen Löffel ran machen, das reicht. Und da kommt da auch eine ganze Weile mit hin. So, dann brauchen wir 105 Gramm von beiden Mehlsorten. Also wir machen das halb und halb genau. Man kann das natürlich auch in anderen verschiedenen Varianten machen, dass man halt nicht halb und halb macht. Wir wollen das halb und halb, also 105 Gramm Mehl. So zumindest ungefähr, weil so genau kann man das ja eh nie in so einem Messbecher abwiegen. Wenn ihr eine Küchenwaage habt unterwegs, dann ist das natürlich einfacher. Aber das passt. Einmal. Theoretisch ist das relativ ja schnell zusammengemischt. Das dauert ja nicht lang. Passt. So. Dann haben wir Hefe. Ich mache immer jetzt erstmal die ganzen trockenen Sachen daran. Dann ist noch nicht das Wasser da drin und vermischt sich so, dass das dann Klumpen bildet oder sowas. So ist es etwas einfacher. Gut. Das haben wir jetzt das Ganze. Jetzt muss ich noch mal einmal aufs Rezept gucken, dass ich nichts vergesse. Ja, dann haben wir natürlich das Salz. Da haben wir einen Teelöffel. Kann man dann auch so gestrichen machen. Das ist eigentlich ausreichend. Eine Prise Zucker. So. Und dann fehlt ja eigentlich nur noch lauwarmes Wasser, was er noch braucht. Entschuldigung, das habe ich vorhin natürlich vergessen zu erzählen. Und ihr braucht noch einen Schuss Olivenöl. Den haben wir hier. Und lauwarmes Wasser mache ich mir jetzt. Und zwar braucht er da 130 Milliliter. Los geht's. Jetzt hauen wir da mal einen Schuss Olivenöl ran. Es wird dann ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen öliger, also ein bisschen cremiger das Ganze. Ich finde es ganz gut.
ist Geschmackssache. Wer das nicht mag, der lässt es weg. 130 Milliliter lauwarmes Wasser. Das ist auch dran. Und dann fange ich an, schon mal ein bisschen was durchzurühren. Jetzt wird das natürlich dann klumpiger, logischerweise. Das muss ja auch so sein. Und wenn das jetzt gleich so ein bisschen alles sich angeheftet hat, dann ist das ein bisschen einfacher. Dann kann man es auch richtig schön kneten. Dazu brauchen wir natürlich Platz auf dem Tisch. Und dann brauchen wir auch wieder ein bisschen Mehl. Nehmt ruhig immer ein bisschen Mehl. Dann ist es etwas einfacher, hier vom Löffel und so weiter alles abzukriegen, ohne dass das gleich an euren Fingern landet. So, und dann heißt das kneten. Kneten, 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 kneten. So, durch sind wir. Jetzt mache ich daraus zwei Hälften, die so einigermaßen gleich groß sind. So sieht das Ganze dann aus. Und dann kommen die in den Omnia rein. Jetzt will ich es natürlich nicht ins Mehl unbedingt stellen. Dann drückt er das schön überall ran, dass sich das verteilt. Und dann muss das natürlich gehen, logischerweise. Und wo geht's hin? Nach Timbuktu. Nee, keine Ahnung. Mal gucken. Sollte nach oben gehen. Also aufgehen, meine ich natürlich damit. Da fehlt natürlich jetzt noch das Weizenbrot. Das haben wir schon gezeigt. Deshalb zeigen wir es jetzt nicht in diesem Video. Genau. Wir haben unsere wärmste Quelle hier, Stelle, die wir haben, hinten unter der Heizung oder über der Heizung, da kriegen wir oder unter das Bett. Da werden wir das jetzt hinstellen. Da wird der 10 Stunde. Ja, eine gute Stunde braucht er, glaube ich. Wenn ihr mehr Zeit habt, lasst ihn auch mehr Zeit übrig, das ist kein Problem. Und dann gleich auf dem Herd. Das zeigen wir euch dann gleich. Das machen wir dann, wenn er dann fertig gegangen ist. So ist das. Tschüss. Tschüss. Er geht. Auf los geht's los. Ich habe ihn jetzt aus der Gärkammer rausgenommen. Das ist genauso wie der andere Teig. Also das ist, oder wie das andere Brot, auch nichts anderes. Jetzt beginnt das Backen. Das heißt, ich habe eine mittig ausgerichtet, habe dann im Prinzip das angemacht. Und jetzt brauchen wir so circa 5 Minuten auf Volldampf beim Omnia. Und dann backt da noch so 20 Minuten circa. Also so insgesamt so 20, 25 Minuten braucht er auf jeden Fall. Muss man dann mal zwischendurch mal gucken. Also guckt da nach 20 Minuten mal nach. Das würde ich so sagen. Ja, und dann gucken wir mal, wie es wird. Also unser, Roggenmischbrot, habe ich eben gerade gesehen, ist richtig schön aufgegangen. Das andere, nicht so gut. Ich glaube, das liegt aber auch an der Hefe. Ist eine andere Hefe, muss man halt mal ausprobieren. Da müsst ihr mal so die Hefe auch gerade finden, die für euch am besten ist. Manche arbeiten ja lieber mit frischer Hefe, das geht natürlich auch. Wie viel dann davon rein muss, weiß ich ehrlich gesagt auf Anhieb nicht. Ich weiß nicht, ob ein Paket Trockenhefe ein halber Würfel frische Hefe ist. Ich glaube, so war es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Guckt mal nach, googelt mal, da findet ihr auf jeden Fall was zu. Ja, warten wir mal ab, schauen wir, wie es gleich aussieht und melden uns dann wieder. Die Backzeit von 25 Minuten ist um. Sind um? Ja. Und was soll man sagen? Das sieht gut aus. Dein Weißbrot? Ja, dann zeige ich jetzt das Weißbrot. Genau. Geht zwar nicht ums Weißbrot, aber das Weißbrot sieht ganz gut aus. Ist nochmal schön aufgegangen. Genau. Das essen wir morgen dann zum Grillen. Richtig, der Willen zum Grillen. Und jetzt kommen wir zu den Mini-Broten. Genau. Das sind dann halt die, die Roggenmischbrote. Da haben wir 2 Stück von. Sehen beide gut aus. Wenn man sich noch mehr Zeit lässt und wie gesagt, wir haben das Problem gerade, was die Wärme angeht. Also genau. Wenn es wärmer ist, dann geht das schön auf. Gerade im Sommer, wenn ihr so richtiges warm habt im Auto, ist das mega gut für das Brot. Dann habt ihr da so ein Pfup. Also das geht dann extrem auf. Und ja, alles gut. Und dann natürlich eine richtig geile Kruste. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht, aber trotzdem leckerst. Ja. Können wir euch einfach nur empfehlen. Und jetzt hat er schon wieder weggepackt. Holt es nochmal raus. Du meinst den Bio-Roggen-Sauerteig. Genau, den empfehlen wir euch wirklich. Er ist verlinkt in der Videobeschreibung, zumindest auf unserer Webseite. Da ist er dann verlinkt. Genau, das gibt es halt bei Amazon so zu kaufen, kein Problem. Also hier steht Bio-Roggen-Sauerteig dunkel. Ich weiß nicht, ob es den nochmal in hell gibt, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur nach Sauerteig und getrockneten Sauerteig gesucht und da bin ich dabei rausgekommen. Und qualitativ ist der in Ordnung. Also kann ich nicht zu sagen. Das war Stefan nicht gesagt. Wir haben viele Sachen ausprobiert. Also das ist jetzt wirklich sehr lange, dass wir das hin und her probiert. Deshalb gab es das Video auch nicht. Wir haben das allererste Mal wirklich das Rezept hinten gemacht. Und dann hatten wir eher
Pumpernickel. Ja, also das war ein Schwarzbrot. Also ein richtig dickes, fettes Schwarzbrot. War jetzt nicht so lecker. Jetzt haben wir eine richtig coole Version. Wir freuen uns drauf, dass wir eine Brotzeit machen können. Ja. Werden wir auch gleich machen, mit meinen Eltern nämlich zusammen. Genau, das heißt, aber da gehen wir dann wahrscheinlich rüber zu Teddy. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, mehr gibt's nicht zu erzählen. Nee. Wir werden euch gleich ein wunderbares... Ne, stimmt gar nicht. Das Bild habt ihr gesehen, weil es das Thumbnail ist. Ja, es ist eigentlich jetzt vorbei. Es ist einfach vorbei. Oh. Wir genießen das. Jetzt, was wir beim nächsten Mal euch zeigen bei Buggys Kombüsenstudio, ich habe eine Idee. Aha, die weiß ich aber noch nicht. Die habe ich dir auch schon mal gezeigt. Ah, okay. Ob es kommt, werdet ihr dann sehen. Ist auch theoretisch was ganz Einfaches. In diesem Sinne. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist nice.